Hallo, da bin ich wieder. Heute mal mit einem Tabuthema, wie ich finde, nämlich das Thema, ich reite mein Pferd nicht mehr. Mein Name ist Franziska Müller und in meiner Ausbildung zum pferdegestützten Coach begegnen mir immer ganz viele Pferdebesitzer. Wenn ich mit denen über dieses Thema spreche oder wenn sie mich fragen, oh, Franziska, wie reitest denn du, was ist so dein Style, ja, dann sage ich, du, ich reite seit einigen Jahren gar nicht mehr. So, und viele gucken mich dann fragend an. Früher habe ich auch ganz oft gehört, dass andere Reiter auf der Reitanlage, mit der ich mit meinem Pferd Chessie gestanden habe, dass die dann gefragt haben, wenn ich mit Chessie mal durch den Wald spaziert bin oder vom Hof gestiefelt bin, ja, dass die dann gefragt haben, hey, hat Chessie was? Ist was? Ist sie krank? Und dann habe ich gesagt, nee, warum? Ja, weil du nicht reitest. Na, ich sage, wir gehen spazieren. Ja, aber du gehst oft spazieren. Ja, ich sage, ich gehe fast jeden Tag mit ihr spazieren durch den Wald. Ja, aber warum reitest du denn nicht? Sie muss doch was haben. Nein, ich sage, sie hat nichts. Ich reite sie nur einfach nicht, weil ich es liebe, mit meinem Pferd spazieren zu gehen. So, weil ich einfach für mich irgendwann entdeckt habe, so, ich muss jetzt nicht mehr reiten, in Anführungsstrichen, ja. Weil ich einfach für mich entschieden habe, wenn Chessie und ich durch den Wald spazieren oder durch irgendwelche Trailparcours gehen miteinander, ja, also wir machen viele abwechslungsreiche Dinge, dass mir das unheimlich viel Spaß macht und ihr macht es auch unheimlich viel Spaß. Ich habe das einfach so für mich irgendwann beschlossen und mir geht es gut damit, meinem Pferd geht es gut damit. Aus die Maus. So, aber wie gesagt, immer wieder bin ich Menschen begegnet, die dann gesagt haben, wie, du gehst spazieren? Bist du verrückt? Setz dich doch drauf, ist nicht so anstrengend. Mir geht es nicht um die Anstrengung, mir geht es um das Miteinander und mir macht es einfach gerade mehr Freude. So, und wenn ich das dann zum Beispiel in meiner Ausbildung erzähle, manche gucken mich dann halt auch fragend an, hat sie was? Ist sie krank? Nein, sage ich, sie ist gesund. Und ganz viele sagen dann so hinter vorgehaltener Hand, ich reite auch schon seit langer Zeit nicht mehr, aber ich traue mich das gar niemandem zu sagen. Ich sage, wieso traust du dich das denn niemandem zu sagen? Na, weil alle dann sagen, was, du reitest dein Pferd nicht, Pferde sind dafür da, geritten zu werden und. Und ich sage, lass das, wenn du nicht mehr reitest oder wenn du gerade eine Pause einlegst, ja, verbieg dich doch nicht, nur um es anderen recht zu machen. Du musst dich doch nicht rechtfertigen, ja. Also ganz viele Menschen begegnen mir, die wirklich sagen, oh Mann, ich tue das auch. Also ich reite auch gerade nicht mehr, weil es mir einfach viel mehr Freude macht, am Boden mit meinem Pferd zu arbeiten, neue Dinge zu erkunden, weil ich mich auch sicherer fühle am Boden, weil vielleicht auch jetzt, es ist oft aus einem Altersthema, dass wir im Alter einfach ängstlicher werden. Das ist einfach naturbedingt, na, wie auch immer, du weißt, was ich meine. Ja, und warum soll sich denn jemand, der ängstlicher wird, der denkt, oh Mann, hoffentlich passiert jetzt nichts, wenn ich in den Wald gehe, warum soll sich denn so jemand den Stress antun und mit Angst aufs Pferd gehen? Zum einen weißt du, dass das Pferd das direkt spürt und diese Angst sich einfach überträgt und dass es dann sogar zu einer Gefahr werden kann. Warum soll sich denn jemand den Stress machen? Stattdessen sag doch einfach, hey Mensch, ich fühle mich am Boden viel sicherer. Ich mache jetzt einfach alles am Boden mit meinem Pferd. Ja, also das Thema wollte ich halt heute ganz kurz aufgreifen, weil es doch häufig so ein Tabuthema ist. Ja, was auch immer du mit deinem Pferd machst, ja, wenn es dir und deinem Pferd gut tut, dann steh dazu. Verbieg dich nicht für die anderen, mach es niemandem recht, du bist niemandem Rechenschaft schuldig, heißt es Rechenschaft schuldig? Ja, du bist niemandem Rechenschaft schuldig, sondern bleib dir selbst treu, tu das, was dir und deinem Pferd gut tut und für den einen ist es Reiten, für den anderen ist es Spazierengehen, für den anderen ist es was ganz anderes. Ja, es muss für dich und dein Pferd passen, es muss niemals für die anderen passen, das ist ganz, ganz wichtig und in meinem kostenlosen E-Book, das du dir runterladen kannst, liest du auch nochmal was dazu, wie wichtig es für dich ist und für dein Pferd, dass du immer du selbst sein kannst, dass du selbst bist und dass du dich nicht verbiegst. Ja, also und wenn du Menschen kennst, ja, die auch eher das tun, was andere von ihnen erwarten, ja, dann teil den Beitrag gerne. Du tust den Menschen was Gutes, du tust den Pferden was Gutes und ja, ansonsten wünsche ich dir heute einfach nochmal einen schönen Tag, ne? Und viel Freude mit deinem Pferd und wenn ich etwas für dich tun kann, lass es mich bitte immer wissen. Bis dann. Tschüss.